Hallo Russland, na? Alles fit? Ich zahle schon mal ein paar Schulden gerade zurück. Ja, 111, komm. Zack. Hi. Russland, na? 31 von 31. Nicht wirklich hochentwickelt. Oh shit, ey. Oh shit, ey. Was macht denn eigentlich unsere Arbeitslosigkeit? 14,2%, Tendenz weiter sinkend. Wir sind, glaube ich, bei über 20% gestartet, oder? Das haben wir eigentlich schon gut runterbekommen. So, ich hoffe, Russland wartet jetzt erstmal, damit ihr Dings hier runtergeht. Das verschafft mir nämlich noch mehr Zeit. Was? Was ist das denn? Annektierung des Karpaten. What? What? Das kann. Okay. Okay. Karpatenvorland ist eine Provinz von Polen. Okay, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das Karpatenvorland kann unter folgenden Bedingungen annektiert werden. Frieden? Autonome Beziehung mit Polen unter 40. Polen ist im Krieg. Was möchte mir das Spiel damit sagen? Kann ich jetzt hier zum Beispiel... Warte mal. Ja, das hier wahrscheinlich, oder? Also, dass ich das hier theoretisch machen könnte. Ja, das breche ich aber mal ab. Because ich habe andere Probleme rechts von mir. Also ja, schön, Ukrainer, dass ihr irgendwas mit Polen machen wollt, aber... Wir sollten uns vielleicht erstmal auf ein anderes, wesentlich größeres Problem konzentrieren. Das macht mir nämlich gerade ein bisschen mehr Sorgen. Also das Karpatenvorland interessiert mich aktuell so gar nicht. Krise im Eis. Russland und die Vereinigten Staaten und ich genehmige mir ein Schlückchen. Ja, USA, Russland, reibt euch da mal ein bisschen. Solange ich davon profitiere und hier ein bisschen mehr Ruhe habe. Bon Spaß, irgendwann werde ich mich an Russland rächen. Und dann werde ich die auseinander pflücken, ey. Dann können sie aber mal gucken hier. So. Erstmal Schulden zurückzahlen. Sehr gut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Schulden werden langsam zurückgezahlt. So. An unseren Blockmitgliedern sollten wir auch in Bälde mal arbeiten. Ich warte mal noch diesen Monat ab. Und dann werde ich mal ein bisschen Beziehungen verbessern und investieren. Vielleicht kriegen wir da noch mal ein bisschen extra Knete raus. Das wäre doch sehr gut. Tatsächlich. So, Moldau. Bitte bleib im Block und Bulgarien, du doch bitte auch. So, ein potenziell viertes Mitglied. Da kann ich ja auch gerade schon mal Ausschau halten. Weißrussland verließ den Block von Russland. Das ist gut. Das ist für uns gut. Wir sind wir bei 0, ernsthaft. Okay, Beziehung mit Russland verbessern, können wir komplett knicken. Den könnte man denn noch in einem Block aufnehmen. Vielleicht die Türkei? Ja gut, oder vielleicht doch nicht. Vielleicht die hier. 70 pro... Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Montenegro eventuell. Na, gucken wir mal. Montenegro, Bosnien-Herzegowina.
Ich brauche mehr Mitglieder im Block. Moldau und Bulgarien, die helfen mir nicht so wirklich. Also ein bisschen, aber nicht so wirklich. 30 von 31, der Kampfjet kommt. Oh Mann, oh Mann. Russland drückt. Sehr gut. Und sehr gut. Schön, schön, schön. So, dann versuchen wir doch mal hier ein bisschen zu investieren. In die Moldau. Und auch in Bulgarien. Ne, aber dafür hat es da geklappt, okay. Dänemark errichtet eine Nordpolbasis, das kennen wir mittlerweile auch schon zu Genüge. Und der Kampfjet ist da und damit sind wir beim Maximum 31 von 31. Wir müssen unseren Militarismus erhöhen oder neue Blockmitglieder rekrutieren. Ja. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ja, Punkt, weil ich mal komplett vergessen. Ungarn hatte ich, glaube ich, auch schon geguckt. Bosnien und Herzegowina wäre, denke ich mal, das einzige noch recht nahestehende. So. Wir bezahlen mal schön weiter unsere Schulden zurück. So, okay, komm. Hartgas. Hartgas, Leute. Schade. Sehr gut. Was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, wir nehmen ein bisschen Geld. Immerhin hat eins von den beiden funktioniert. Die Änderung akzeptiere ich. Und damit sind wir hier wieder eins drüber. Ach Mann, ey Leute, was tut ihr denn? Die Krise im Eis setzt sich fort. Auch das Szenario kennen wir schon. Okay, stopp. Was ist jetzt passiert? Aufstand in Kasachstan. Ach so, gut. Okay, komm, ich muss diese beiden Sachen hier durchdrücken. Was? Oh, shit. What? What? Das ist ja... Welche feigen Spione machen das? Das waren doch bestimmt die Russen, ey. Da waren doch bestimmt die Russen, ohne Witz. Okay. Wir sind immer noch Platz 4. Das wundert mich. USA auf 1, Japan auf 2, Russland auf 3, wir auf 4 und China auf 5. Okay. Aber unsere beiden Upgrades, die sind bald fertig. Komm, Gas geben. Mach die Upgrades fertig, Freunde. Schlechte Wirtschaftslage. Ja gut. Werden wir überstehen. Sehr gut. Bessere Panzer. Nice. Und bessere Infanterie. Nice. Okay. Okay. Gut. Elite-Infanterie-Ausbildung. Gibt uns nochmal einen Boost. Und ich glaube, das machen wir auch. Kredit muss sein. So, haben wir uns dadurch irgendwie einem Maximum genähert? Haben wir nicht. Okay, die Elite-Infanterieausbildung hilft uns auf jeden Fall. Fortschrittliche Luftwaffe. Das brauchen wir auch. Wenn wir schon wenige Flugzeuge haben, dann müssen wir sie auf jeden Fall aufpimpen. Let's do it. Okay, das sind jetzt wieder ein bisschen mehr Schulden. Aber es muss sein, es muss sein. Wir müssen unser Militär upgraden, so schnell es geht.
So schnell es geht. So, unseren beiden Partnern geht es hervorragend. Da müssen wir warten. Wie sieht es denn mit Kroatien aus? Achso, Moment, die sind schon im Block von... Nee, ach, das zählt gar nicht für die. Wir können einfach mal die Beziehung ein bisschen verbessern. Schadet ja nicht. Einfach mal die Beziehungen mit Kroatien ein bisschen verbessern. Warum eigentlich nicht? Was macht eigentlich unser Bevölkerungswachstum? Ist das immer noch negativ? Nein! 0,05% positiv, jawohl! Das ist sehr gut. Stabilisierungsmission. Ja, okay, machen wir. Bringt uns ein paar Prestigepunkte. Gut. Wir unterstützen Kasachstan, war das, glaube ich, ein bisschen. Kann man machen. Einfach mal ein bisschen guten Willen zeigen hier. Ja, Platz 4. Türkische Wahl. Oh, die Türkei ist mal wieder am Scheideweg. Ja, wie werden sie sich wohl entscheiden? Mal gucken. Wir werden die Nachricht bald bekommen. Wie sich die Türken entscheiden werden. Und wir werden erstmal wieder was zurückzahlen. Der Kampf gegen die Schuldenberge, gegen die ukrainischen Schuldenberge. Oh Mann. Ja, Aserbaidschan und Armenien stehen sicherlich auch noch auf Russlands Liste, genauso wie die restliche Baltische Union und natürlich wir. Ich frage jetzt nur, wer ist jetzt als nächstes dran? Das ist die Frage, wer ist als nächstes dran? So. Ah, sehr gut, immer noch die größte weltweite Börse. Das ist eigentlich immer so der Knackpunkt im Spiel. Wenn man das geschafft hat, dann, dann geht es eigentlich nur noch aufwärts. Könnte man vielleicht irgendwann mal balancen. Weil, die weltweite Börse ist schon hart OP, möchte ich mal anmerken. Aber gut. Ist halt so, ne? Was hat denn Russland aktuell so an Militär? Es geht eigentlich. Es ist zwar richtig viel. Ja, wobei. Wenn Serbien, Rumänien und Mazedonien den Block verlassen würden, ich glaube, oh, europäische Annäherung, ich glaube, dann würde Russland echt ein bisschen sinken. Hm. Ich meine, unsere Beziehungen sind aktuell bei Null. Schlechter können sie ja eigentlich eh nicht mehr werden. Was ist denn, wenn wir jetzt mal versuchen, die Beziehungen zum Block zu verschlechtern? Wenn Russland seine Blockpartner verliert, das würde ihr Militär doch übelst schwächen. Ist das teuer? Das ist teuer. Holy shit. Das ist ultra teuer, möchte ich fast schon sagen. Okay, komm, Hartgas. Okay, Ungarn. Ja, Ungarn interessiert mich aktuell gar, so gar nicht. UK nähern sich an. Mazedonien verließ den Block von Russland. Sehr gut. Einer der drei Partner sind schon mal weg. Leider der kleinste. Aber immerhin schon mal ein Anfang. Der Block bröckelt. Ja, Polen ist auch mit am Start bei der europäischen Annäherung. Okay. Ja, schon mal gut. Russland verliert die einzigen Bündnispartner. So, wir kommen ja schnell voran mit unseren Forschungen, das ist gut. Okay, und Russland könnte jetzt wieder die Baltische Union angreifen. Ich hoffe, das machen sie auch als nächstes, weil das verschafft mir wieder mehr Zeit.
So. Ich kümmere mich mal ein bisschen um meinen Block. So. Die Beziehungen müssen ja ein bisschen gepflegt werden. Und natürlich Schulden können wir jetzt auch wieder sehr gut... Oh, guck mal an hier, wie viel wir zurückzahlen können. Zack. Sehr gut, 7,7. Für eine schuldenfreie Ukraine. Sehr gut. Ach, schade. Aber immerhin hat es hier funktioniert. Ja, bei Moldau war es auch noch nicht wirklich wichtig. So, wie sieht es hier aus? 31 von 29. Wir können nicht mehr Militär anheuern. Aber ich kann hier nochmal versuchen, die Beziehungen zu verbessern. Hier nicht, bei Montenegro kann ich es nochmal versuchen. Griechenland. Naja, macht eigentlich keinen Sinn. Versuchen wir es mal wieder ein bisschen in die Richtung da. Die Türkei verbleibt unter Allahs Führung. Ja. Wenn Sie meinen. Vielleicht können wir auch die Beziehung zu Weißrussland ein bisschen verbessern. Ist ja immerhin unser Nachbar, ne? Rumänien verließ den Block von Russland. Sehr gut. Alles klar. Gleichbeziehungen verbessern. Sofort. Okay, das heißt... sehr gut. Das heißt, nur noch Serbien ist im Block von Russland. Russland verliert Militär. Das ist gut. Das ist gut. So, warte mal. Bosnien-Herzegowina. Kann ich euch fragen? Das finden schon wieder zwei Punkte. Okay, warte mal. Land helfen. Nee. Nee, das ist dann doch ein bisschen zu teuer. Sehr gut. Wenn das bei Rumänien klappt, könnten wir Rumänien vielleicht gleich in den Block holen und dann hätten wir hier quasi eine riesige Union. Wenn es denn klappt. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Rumänien. Hä? Wieso ist das... Warum? Nee. Shit, ey. Ja, Rumänien wäre schon echt gut gewesen. Italien hat den UN-Sicherheitsrat verlassen und Australien ist dafür reingekommen. Okay. Oh, geilere Flugzeuge. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ein sehr, sehr gutes und sehr, sehr wichtiges Projekt. So, ja, genau. Macht ihr mal da. Ich habe hier gerade andere Probleme. Okay, ich würde sagen, wir gehen vielleicht tatsächlich, da wollte ich ja nicht draufklicken, vielleicht auf das Zentrum für Kampftaktiken. Weil das Zentrum für Kampftaktiken bringt uns Militarismus-Ziel plus 1. Das würde uns helfen, langfristig gesehen unsere Kapazität zu erhöhen. Und es dauert auch echt nicht lange. Wir können es uns auch leisten, so gesehen. Wir machen das mal. So, kleiner neuer Kredit ist aber kein Problem. Wir erfüllen mal den Quest und machen das Zentrum für Kampftaktiken. Das hilft uns auf jeden Fall auch langfristig gesehen. Let's do it. Unsere Aktionspunkte machen ein bisschen Abgang.
So, wir tätigen mal eine Investition. Dort nehme ich dann aber vielleicht die Aktionspunkte, wenn es durchkommt, und nicht das Geld. Weil Aktionspunkte können wir aktuell mal wieder ein paar gebrauchen. Ah, 55 Tage, dann gibt es wieder eine bessere Infanterie. Was macht Russland als nächstes? Sie haben Lettland erobert und sie haben Georgien erobert. Was ist ihr nächstes Ziel? Vielleicht Estland? Ich gebe mal ein bisschen Gas. Oh, 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 oh. Was? What? Niedrige Börseneinnahmen? Das stecken wir weg. Das stecken wir weg. Sehr gut. Oh, das bringt natürlich... Okay, das sind sehr wenige Aktionspunkte. Da nehme ich doch das Geld. Dann nehme ich doch das Geld. Serbien immer noch... ja, Serbien ist immer noch bei Russland im Block. Und bessere Infanterie. Sehr gut. Sehr gut. Ostjugoslawien. Das heißt, Serbien verlässt den Block von Russland, wenn sie jetzt diese Union gründen wollen. Logischerweise, oder? Nee, Ostjugoslawien ist jetzt komplett im Block von Russland. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Ja, dadurch hat Russland aber auf jeden Fall jetzt wieder Militär hinzugewonnen. Weil Ostjugoslawien hat ja jetzt auch höhere Kapazitäten. Das ist natürlich scheiße. Okay. Okay. Wir könnten die allgemeine Wehrpflicht machen. Würde ich auch sagen, mache ich. Das dauert aber schon etwas, ne? Das würde unsere Kapazität halt schon gut erhöhen. Wir können ja aktuell eh nicht weiter. Ja, komm. Da müssen wir zwar einen kleinen weiteren Kredit aufnehmen. Und es dauert ordentlich lange. Aber die allgemeine Wehrpflicht erhöht unsere Kapazität doch ein ganzes Stückchen. Besonders langfristig gesehen. Moldau, was ist denn los bei dir? Die Moldau ist ein bisschen unzufrieden. So, die niedrigen Börseneinnahmen sind weg. Nur noch 0,1. Was ist denn mit der Weltwirtschaft wieder los? Ach du Heilige. Und wir machen trotzdem noch Plus. Und wenn ich die Steuern runterdrehen würde, ich mache das mal testweise. Alter, trotz der mega schlechten Wirtschaftslage so viel Plus. Alles klar, läuft. Also unsere Wirtschaft ist echt grundsolide geworden. Wir machen trotz einer extrem schlechten Wirtschaftslage ein extrem gutes Plus bei unserer Wirtschaft. Also wir haushalten echt sensationell. Der Block von Japan wurde vernichtet. Ja, das würde ich gerne bei Russland hören. Dass Ostjugoslawien sich mal gerne verpissen kann aus dem Block. Auch diese Meldung kennen wir bereits. Zu Genüge. So, das Zentrum für Kampftaktiken ist bald fähig. Das ist gut, ich gebe mal Gas. Tod eines Staatsoberhauptes. Ja, wir schicken natürlich eine Delegation, wie es sich gehört. Das gehört sich so. Das machen wir natürlich. Und es ist fertig und damit haben wir einen Quest erfüllt. Sehr gut. Sehr schön. So, ich warte mal gerade, was für ein neuer Quest reinkommt. Ah, wir sind auf Platz 9 abgerutscht. War aber auch abzusehen.
Aber wir sind immer noch unter den Top 10. Das darf man auch nicht vergessen. So, das mit dem Krieg wird, wie gesagt, von alleine kommen. Infrastruktur 2. Ja. Ich gehe aber dann doch erstmal auf Militär, Freunde. Spezialkommandos. Lockvogelgeneratoren. Eieieiei. Ich sehe schon. Laser und Supermaterialien. Ja. Wo sind denn Supermaterialien? Sind die gar nicht hier? Okay, ich glaube, wir machen als nächstes den Quest Forschungszentrum, weil das brauchen wir für die weiteren Technologien. Das war doch auch ein Quest, oder? Ja, das war auch ein Quest. Dann machen wir den. Militarismus plus 2 brauchen wir. Wir brauchen das auf jeden Fall. Aha, das ist aber wieder ein neuer Kredit. Oh. Egal, komm. Wir machen den Quest. Wir machen den Quest. Das sind wieder ein paar mehr Schulden, aber wir brauchen es. Allgemeine Wehrpflicht und das Forschungszentrum. Wir brauchen diese beiden Sachen, auch wenn es ein bisschen dauert. Wir brauchen es. So, erstmal wieder ein bisschen was zurückzahlen. Sehr schön. Können wir vielleicht? Nein, können wir nicht. Können wir vielleicht? Nein, können wir nicht. So, wie sieht es hier aus? Ah, es dauert so lange. Hä? Ach ja, stimmt. Montenegro gehört jetzt hierzu. Oh. Ja, komm, hier, Mini-Kredit von 11. Okay, ist vielleicht ein bisschen egal, scheiß drauf. Machen wir. So, wir zahlen jetzt wieder etwas zurück. 7881, wir halten es ein bisschen konstant. Aber ich sag euch jetzt schon, sobald das nächste große Projekt weltweit kommt, müssen wir auf jeden Fall wieder neue Schulden aufnehmen. Wir gehen auch aktuell nur auf militärische Forschungen wegen Russland. Und nicht auf wirtschaftliche, um vielleicht mehr Börsenmitglieder zu kriegen. Haben wir denn immer noch die weltweit größte? Ja, ganz knapp vor Japan. Okay, jetzt hat uns Japan gerade überholt. Ja, gut. Dann halt die zweitgrößte ist ja auch okay. So, ja, Platz 9. Wir sind noch unter den Top 10. Das ist gut. Das ist gut und zufriedenstellend. Oh. Wir haben ein bisschen Aktionspunktemangel. Oh shit. Nicht gut. Ich kann das nicht mehr verbessern. Ich sollte ein bisschen mit Aktionspunkten haushalten, habe ich gehört. Soll ganz gut sein. So, jetzt können wir wieder. Sehr gut. Jetzt sind wir auch wieder die größte. Oh. Interessant. Argentinien und Venezuela. Okay, das ist ein Szenario, was ich so noch nicht hatte tatsächlich. Tja, gegen wen sich das wohl richtet? Wer könnte das wohl sein? Doch nicht etwa Brasilien? Ja, alles noch gut hier. Okay, wir brauchen mehr Aktionspunkte. Ja, da ich extrem hart auf Militär gehe, büße ich natürlich auch Aktionspunkte ein. Das stimmt schon.
Das stimmt schon. Das heißt natürlich auch, dass wir bei internationalen Projekten vielleicht nicht unbedingt mitmachen können, so richtig heftig. Okay, wir sollten vielleicht auf die Dienstleistungen gehen. Plus 20% ist zwar schön und gut, aber plus 35%. Okay, ich glaube ja. Ich glaube, wenn eins von den beiden durch ist, werden wir unser Industrieprofil auf jeden Fall verbessern, weil wir brauchen mehr Aktionspunkte. Sonst können wir in Zukunft auch gar nicht mitwirken, beim, keine Ahnung, Weltraum- oder Tiefseerennen zum Beispiel. Das geht ja alles gar nicht. So, Investitionen tätigen. Diesmal dann aber auch für Aktionspunkte. Auch wenn das vielleicht nur ein paar sind. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. So, ich warte mal noch, bis das durch ist und dann werde ich die Aufnahmesession auch beenden. Block von Russland wurde vernichtet. Sehr gut. Sehr gut. Russland steht alleine da. Das hat leider nicht funktioniert. Naja, noch eine kleine positive Nachricht zum Schluss. Der Block von Russland wurde vernichtet. Da hat sich hier irgendwas getan. Ja, das ist doch gar nicht mehr so viel. 23? Ja, wir haben so gesehen 21, 12, sie haben so gesehen 14. Ja, also bei Infanterie und Panzer sind wir ganz dicht im Windschatten. Kampfjets 14, na gut, 9. Ein Schiff. 5, zwei Transporte, wir haben gar keine. Das ist sehr gut. Dadurch, dass Russland den Block komplett verloren hat, sind wir jetzt militärisch gesehen im Windschatten. Auch wenn sie vielleicht technologisch weiter fortgeschritten sind. Aber ich würde mal sagen, wie es mit Russland und unserer Ukraine weitergeht, das sehen wir in der nächsten Aufnahmesession. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao!